Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir sollen hier mit diesem Typen quatschen. Scheinbar der Anführer in Freetown. Ja, Treetown meine ich. Wie der aussieht. Ja, wer bist du? Wie hast du das Dorf gefunden? Oh, du bist ein Halbkind. Genau wie meine Tochter Vera. Meine süße Vera. Sie wurde von diesen Dingern mitgenommen. Seit Jahren sind meine Leute gezwungen, sich zu verstecken. Die Dinger von unten. Sie fürchten das Sonnenlicht. Aber wenn die Sonne untergeht, kommen sie an die Oberfläche. Sie verstecken sich im gespenstischen Nebel. Diejenigen, die entführt werden, sie kehren nie zurück. Los, tanze und habe Spaß. Schätze die Sicherheit des Tageslichts. Mein Herz ist bei Vera. Aha. Und seine Tochter Vera wurde entführt. Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt. Wo konnte ich nochmal mein Spiel, Minispiel machen? War das hier? Nee, es war nicht hier. Ich kann auch einfach nur auf die Logos achten, ne? So. Der Tanzraum ist für alle geöffnet. Fertig. Hier sind die Regeln. Wenn die Musik beginnt, beginnt das turbulente Hüftwackeln. Wirf dich in Pose und versuche die maskenförmigen Zielscheiben oben zu treffen. Größere Masken bedeuten größere Gewinne. Zeig uns, was du drauf hast. Was? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ah, es ist ein Minispiel? Und man kann scheinbar was gewinnen. Was muss ich jetzt machen? Was? Oh, so funktioniert das. Oh. Okay, es war jetzt nicht ganz so. Feuer! Ah, schwer. Schwer. Und jetzt. Nein! Doch. Okay, doch. Jetzt. Okay, ich hab's verstanden. Ich muss einfach nur A drücken. Während Chate da unten rumtanzt. Das geht weiter. Jetzt! Ah, es war wieder nicht gut. Jetzt! Sehr gut. Komm schon. Jetzt! Yes! Es gab nur einen Punkt. Nee, es war scheiße. 70, das ist doch gut, oder? Ich muss alle treffen, oder? All clear. Nee, da war doch noch ein, oder nicht? Du hast tolle Moves. Lass uns reden. Ha! Gut. Das war gut, glaube ich. Ha! Man konnte das bestimmt gar nicht verkacken, oder? Es fühlt sich nämlich gerade so an. Diese Moves. Du tanzt auf so seltsame und wunderbare Weise. Ich spüre wahre Hoffnung in deinem Herzen. Bitte, sag dem Anführer, dass ich keine Sorgen mehr machen muss. Ich will das Ding haben. Warum muss ich jetzt nochmal zum Anführer, weil ich dieses Spiel gewonnen habe? Mein Gott. Alles muss man selber machen hier. Es ist hoffnungslos. Ich werde meine Tochter Vera nie sehen. Mein Anführer, diese junge Dame hat bewiesen, dass sie wahre Hoffnung in ihrem Herzen trägt. In ihren seltsamen, wackeligen Bewegungen steckt eine spezielle Freude. Eine Freude, die uns Hoffnung für morgen gibt. Die über alle strengen Grenzen der Alterseinstufung hinausgeht. Wie bitte? Okay. Aber vor allem gibt sie uns Mut, unseren Ängsten ins Auge zu sehen. Und in fettgedruckter Schrift zu sprechen. Ich muss es den anderen erzählen, ja. Lächeln Sie, Anführer. Lächeln Sie für Ihre Tochter. Ja. Sie hat recht. Ich darf nicht um meine Tochter trauern. Sie lebt noch. Ich kann es tief in meinem Herzen fühlen. Junge Frau, vielen Dank für dieses Geschenk von Hoffnung. Bitte nimm das. Nutzloses Objekt. Schlüssel. Das ist ein nutzloses Objekt, ja, ja. Es war ein Geschenk meines eigenen Vaters. Ich mag es nicht. Es hat keinen Zweck. Aber ich glaube, dass du ihm einen geben wirst. Mein Herz geht mit dir. Wie bitte? Kann ich jetzt das Ding mitnehmen? Der Tanzraum ist geöffnet. Willst du deine Fähigkeiten für 10 Edelsteine testen? Ja. Ja. Ich möchte eigentlich den Tintenfisch haben. Oder zumindest muss ich wissen, wie viel Masken ich damit treffen muss. Ja, um den Tintenfisch zu bekommen. Jetzt! Das war nicht gut. Jetzt! 10! Jetzt! Nur die kleine Maske.
Jetzt! Sehr gut. Ah, es war nicht gut. 10 Edelsteine für eine weitere Runde. Ja, natürlich. Na, ah, verkackt. Muss ich wieder alle treffen? Nein! Oh, Shanti. 10 Edelsteine, klar. Muss ich einfach nur eine Menge Geld ausgeben und dann werde ich es schaffen. Nein! Oh Gott. Ich fühle es nämlich gerade so an. Ja, Shanti, nicht so schnell bitte. Ja, seht euch das an. Jetzt! Nein! Jetzt! Nein! Oh Gott! Nochmal, klar. Gott, das ist jetzt schwer. Jetzt! Nein! Jetzt! Nein! Oh, komm schon! Jetzt! Du hast alle. Ha! Ich mach's jetzt noch einmal, ja? Achso, ich verstehe ja, das sind doch immer dieselben. Ha! Ah, ist ja nett. Ich mein, ist nett zu spielen, ja, aber warum? Ja, aber so kann ich ja nur Geld verlieren, oder? Theoretisch. Nein, das war kacke. Nee, das war auch kacke. Ich muss bestimmt mega viele Punkte gewinnen. Wenn ich das irgendwie schaffen möchte. Sehr gut. Nee, passt schon. Ich muss bestimmt eine gewisse Anzahl Punkte machen, um dann meinen Herztintenfisch zu kriegen. Aber wie viele? Tanzig mal wieder. Kann ich ja was lesen? Triple Shot, ja. Nee, ich kann hier nichts lesen. Dieses Kostüm hier, kann ich das auch haben? Bestimmt noch nicht. Na gut, wir haben jetzt... ja, ein Schlüssel. Wofür könnte der sein? Ich habe nur eine Vermutung. Wir haben eine verschlossene Lücke. Nee, Moment. Moment. Die Windmühlen. Die haben doch so eine Art Schloss, oder nicht? Das war nochmal hier drin. Ach so, ja. Au. Unfair. Autsch, unfair. Die Rolle da. Und der hätte ich gerne mehr Karten. Autsch, ist auch unfair ein bisschen. Und weg da. Es müssen entweder... Oh, habe ich da irgendwo meinen Tanzer hätte einsetzen müssen oder so? Kann auch alles sein. Wow, warum nicht so viel Schaden? Da wollte ich eigentlich gar nicht reingehen. Ehrlich gesagt. Ich sollte was essen. Ja. Lachsei. Igitt. Hier bestimmt, oder? Die Formen des nutzlosen Objektes stimmen mit den Markierungen auf der Luke überein. Soll ich das nutzlose Objekt nutzen? Natürlich. Wird schon schief gehen. Du hast benutzt, nutzloses Objekt. Ha! Gut. Ja, weil für die Windmühlen brauche ich ja Elektrizität, wurde uns gesagt. Und damit hätten wir Dungeon Nummer 2 geöffnet. Sehr schön, Leute. Ich mag das Ganze wirklich sehr. Wenn man das Ganze am Stück durchspielen würde, würde man bestimmt auch nichts vergessen. Wow, moosiges Biom. Moment, erstmal tanzen. Ja, auf jeden Fall ist hier was. Ich gehe mal hier oben entlang. Das bringt mir alles nichts. Oh, hier sehe ich doch was. Was ist das für ein Ding? Irgendwie scheint das was zu fehlen. Ja, eine Kurbel, das sehe ich doch. Sehe ich doch. Ich muss irgendwie jetzt an der Decke entlang krabbeln können, aber das kann ich noch nicht. Also gut, dann hier entlang. Dann könnte ich da nach unten gehen oder aber hier weiter.
Was war das gerade? Irgendwas hat mir Schaden gemacht. Aha! Oh mein Gott! Das ist jetzt aber unfair. Verkackte Augen hier. Ich habe Schaden genommen, deswegen habe ich gedacht so... Oh, hier, Elektro. Habe ich Elektro irgendwie? Nö, ich habe keine Blitzfähigkeit. Irgendwas? Nö. Hier auch nicht. Ah, da ist so ein Fischtyp hier. Ich würde ihn gerne besiegen. Ha! Was kam da gerade hoch und runter? Ach so, eine Mediumfrau. Auf jeden Fall ist da oben was. Na, natürlich kommt die hier auch noch. Hier alles wegmachen. Und wir finden... ein Nugget. Wir wissen ja mittlerweile auch, was wir mit diesen Nuggets machen können. Und zwar gegen eine seltene Monsterkarte eintauschen. Ah. Hier finde ich immer ganz viel Zeugs, wenn ich... ja, das unsichtbare Zeug sehen kann. Aber was ist das da? So, ja, die Augen. Oh nein! Na, fantastisch. Ha! Der Feuerball ist cool. Mag ich. Oh, euch da oben mag ich aber nicht. Aber die Krabben hier... oh. Krabbenkarte. Ich glaube, da brauche ich auch noch mehr. Nein, au! Oh, überall diese... Krabben. Schlangenviecher. Oh, diese... violetten Steine an der Wand. Ich verstehe sie immer noch nicht. Die man quasi... sagt mir. Ja, zerstören kann, das bringt nichts. Das klingt nur schön. Das war unfair. Das war auch unfair. Ich kann mich nicht sehen. Oh, oh! Oh! Schon der hat sich gerade darin versteckt. Was haben wir denn hier? Oh, werde ich hier zum Elefanten? Muss so sein, oder? Oder gibt es hier irgendwo eine versteckte Passage? Nee. Was jetzt? Oh, lange Ladesequenz. Nee, dann möchte ich hier noch nicht hineingehen. Dann beginnt hier wohl das Labyrinth, ne? Sehe ich das richtig? Weil ich hätte ja dann noch weiter nach unten gehen können. Ich glaube, das würde ich zuerst gerne machen. Bevor wir hier weitergehen. Ja, leider gibt es jetzt zweimal diese Ladesequenz und dann gleich noch ein drittes Mal, aber ich möchte mir alles ansehen und nichts verpassen. Alles, was ich jetzt sehe und mir merken kann, wird mir später das Leben wahrlich erleichtern. Hier nehme ich gleich nach unten. Hier ist auch so ein großer Raum. Aha. Komisches Viech. Und hier haben wir wieder Sand. Gut, das hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht, aber wir wissen, auch hier ist wieder Sand. Und Sand ist bestimmt etwas, das ich erst viel, viel später wegkriegen kann. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe wieder über 200 Edelsteine. Ich könnte mir, glaube ich, das Super-Shampoo kaufen. Oder die super-seidige Creme oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas für meine Haare. Und das ist wichtig. Tanz, Chanté, Tanz! Und dann geht's weiter. Donk, donk, donk. Ja, alles ist hier unterirdisch, ne? Ich wollte schon sagen, ist auch verdächtig, aber es fallen hier nur Käfer vom Himmel. Was sind das für komische Mimik? Hallo? Hä? Wer ist da? Onkel! Ne, Chanté, was machst du hinter der Wand, hä? Ich hab dich gesucht, seit ich dich aus den Augen verloren habe. Du bist nicht verletzt, oder? Nein, Onkel, es geht mir gut. Gut. Ich habe etwas für dich. Es könnte dir helfen, diese Mädchen zu finden. Hier ist eine Öffnung in der Wand. Ich werde... es dir durchgeben. Du hast... oh, der Griff. Oh, und Leute. Auf der anderen Seite, da waren wir vor kurzem. Da ist der andere Dungeon.
Oh ja, vor ein, zwei Parts standen wir an derselben Stelle wie Mimic. Oh, das ist cool. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Ventilgriff. Die Leute benutzten sie seit Jahren, um Rätsel mit Wasserthemen zu lösen. Ventilgriff, das ist Tradition, weißt du? Ja. Ja, wenn du es sagst. Danke. Danke, danke, danke. Weiß ich ja ganz genau, wo ich damit hingehen muss. Und es gibt hier auf der rechten Seite auch nichts mehr für uns zu holen. Außer, wir wollen nochmal mit Mimic sprechen. Aber wollen wir das? Nö. Das ist ziemlich cool. Und ja, zum Glück bin ich zuerst nach links gegangen, denn jetzt weiß ich genau, was ich tun muss. Herzchen! Autsch. Ja, diese ganzen Schlangen sind ein bisschen unfair. Monsterkarte! Ja, ich meine, ich möchte das Spiel selbstverständlich zu 100% machen. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Und dazu gehören natürlich auch, sämtliche Monsterkarten zu vervollständigen. Was kann ich jetzt dann offscreen machen? So, Chate kann auch gut schwimmen, das ist kein Problem. Und jetzt hier die Kurbel einsetzen. Verwende den Griff, ja. Du hast benutzt Griff. Das Wasser steigt, perfekt. Und ich kann da weiter hochgehen. Aber natürlich auch noch diese Steine kaputt machen. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber wir können's. Au. Oh, Kaktusmonsterkarte gefunden. Brauche ich zwar auch nicht mehr, aber... Habt ihr das gesehen? Da! Geh weg! Ha! Was macht die Olle da? Jetzt hat sie mich gesehen. Das ist verdächtig? Nö. Aber hier dringt Wasser rein. Und das glaube ich gar nicht mal so gut für eine unterirdische Stadt. Oh, hallo, mein Freund. Machst du mitten in meinen Weg? Wir können hier speichern. Das glaube ich schon mal völlig in Ordnung. Das machen wir. Nehmen wir noch alles mit. Krabbe. Ich muss natürlich da nach unten gehen. Was ist hier? Sieht aus wie ein Eingang in eine weitere Höhle, aber scheint nicht so zu sein. Sieht das hier überall was? Wenn ich irgendwann mal Geld farben muss, ich glaube, das wird mein geringstes Problem sein. Oder auch hier. Wird alles in einem Raum sichtbar oder nur das, was ich sehen kann? Ich meine, den Bildausschnitt, den ich sehen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall betreten wir jetzt das Labyrinth. Weil hier draußen gibt es ja eigentlich nicht mehr viel. Außer wieder eine Menge Sand. Ja, so, es geht los. Ja, wir kommen von oben. Und dann... Wow. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir den? Nein. Oh, da. Ha! So nicht. Okay, das Ding fällt nach unten. Merken wir uns. Wird es auch wieder gerade? Ja, wird es. Oh, was zur Hölle ist das denn? Es war keine große Herausforderung. Oh, Sand. Oh, Sand. Lass mal testen, ob ich da hochgehen kann. Ich meine, ich kann. Oh, ich kann. Oh, einfach so. Einfach so. Schick. So, nun vorsichtig sein. Nein. Das war Reflex. Das kann man nicht lernen. Oh, was seid ihr? Was bist du? Was? Krieg die nicht kaputt. Oh, ich muss tanzen und dann gehen die kaputt. Warum? Ich verstehe es nicht. Oh, was jetzt? Kann ich hier runterziehen? Oh, ich verstehe, glaube ich. Warte mal, so.
Dann, ja, oh Gott, ich hab's gleich. Nein, warum? Jetzt noch du. Nein, warum kann ich nicht beides? Hä? Warum kann ich nicht die beiden einzeln bewegen? Ha. Bisschen dumm. So bringt's mir nichts. Aber so, nee, was auch nicht. Moment. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. So, so und so. Das bringt mir auch nichts. Oder ist das mittlere Teil bewegen? Nee. Was? Verstehe es gerade nicht. Was übersehe ich gerade? Oder, Moment. Gibt es hier noch was anderes? Oh, da oben. Oh, gut versteckt. Was? Moment. Falle ich hier runter? Was? Gut versteckt, aber... hat mir nichts gebracht. Ha. Dachte, ich hätte es. Okay, machen wir uns nichts vor. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Das noch weniger. Nee, es bringt mir alles nichts. So kann es nicht klappen. Und so, ja. Moment, vielleicht muss es ja gar nicht zum Schlüssel hin. Vielleicht muss es nur auf den Boden. Oder kann ich das verschieben? Nee, kann ich nicht verschieben. Was wäre es jetzt doch gewesen, wenn ich einfach nur das Ding hätte verschieben müssen? Nee, aber... das kann ja so gar nicht funktionieren. Oder? Das kann ja so gar nicht funktionieren. Doch so! Mein Gott, bin ich dumm! Mein Gott! Diesem Rätsel habe ich jetzt länger gehangen, als das ich hätte sollen. Achtung, heiß! Und Schlüssel. Wunderbar! Das war jetzt gar nicht so schwer. Aber gut, Leute, was wir mit diesem Schlüssel machen, werden wir erst im nächsten Part erfahren. Denn das war's bereits für heute mit Shanti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!